Die Nachricht vom schweren Unfall, den Angelo Kelly, ein talentierter männlicher Musiker, erlitten hat, hat die Musikgemeinschaft in einen Zustand der Trauer und des Schocks versetzt. Die Stadt, in der er den Höhepunkt seiner musikalischen Karriere erreichte und sich einen Namen machte, ist heute ein herzzerreißender Ort unfassbaren Verlusts. Angelo Kelly ist mit seinem herausragenden Talent und seiner Aufrichtigkeit im Umgang mit seinen Fans zu einer Ikone in der Musikwelt geworden. Seine eingängigen Melodien und tiefgründigen Texte schaffen nicht nur schöne Erinnerungen, sondern berühren auch die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Es ist die Kombination aus Talent und Hingabe, die Angelo mitbringt, die ihn zu einem bewunderten Künstler macht. Die Fans von Angelo Kelly durchleben eine schmerzhafte und traumatische Zeit, als sie die Nachricht von seinem plötzlichen Tod erhalten. Dieses traurige Bild wird noch schmerzhafter, wenn wir uns an die glücklichen und schönen Momente erinnern, die er durch seine Musik hervorgebracht hat. Für viele Menschen war Angelo nicht nur ein Star auf der Bühne, sondern auch ein Freund, Bruder und jemand, der Freude in den Alltag brachte. Die Stadt, in der Angelo Kelly seine Karriere aufgebaut und seine Leidenschaft gefunden hat, ist jetzt in Trauer und Trauer versunken. Vertraute Straßen, Orte, an denen er auftrat und Zuhörer in seinen Bann zog, sind jetzt leer und traurig. Dieser Verlust betrifft nicht nur die Familie und geliebte Menschen, sondern auch eine Gemeinschaft, die den gleichen Schmerz teilt. Angelo Kelly hat bewiesen, dass Musik nicht nur Kunst, sondern auch die Sprache der Seele ist, eine Brücke zwischen Menschen. Durch seine Musik spüren wir die Vitalität und Emotionen, und jetzt teilen wir diese unsichtbare Traurigkeit gemeinsam. In Zeiten wie diesen sind Mitgefühl und Austausch am wichtigsten. Ich sende der Familie von Angelo Kelly mein tiefstes Beileid und hoffe, dass sie durch die Unterstützung der Gemeinschaft Beileid und Trost finden. Aufrichtige Notizen und Gesten der Empathie können kleine Dinge sein, die in den schwierigsten Stunden große Kraft spenden. Angelo Kelly wird in seiner Musik und in den Herzen derer, die ihn liebten, weiterleben. Lassen Sie uns dieses Gefühl bewahren und unsere Herzen auf die Höhen richten, die er erobert hat, um uns an sein Talent und seinen endlosen Einsatz zu erinnern und es zu würdigen. Lassen Sie uns in diesen traurigen Tagen auf Angelo Kellys bedeutungsvolle Reise in der Musikwelt zurückblicken. Er ist nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern auch ein Wegbegleiter, Inspirator und schafft durch seine Musik starke Verbindungen. Die Stadt hat nun nicht nur einen Künstler verloren, sondern auch einen Freund und Freudebringer für seine Mitmenschen. Angelo Kelly ist nicht nur ein strahlender Name auf der Bühne, sondern auch ein Mensch mit einem großen Herzen und unendlicher Liebe für andere. Er verwandelte Melodien in Geschichten, vermittelte mit jeder Note aufrichtige Emotionen und erntete dadurch große Liebe und Respekt beim Publikum. Erinnern wir uns gemeinsam mit Angelos Familie und seinen Lieben an die glücklichen Momente, Beiträge und die Menschlichkeit, die er uns gebracht hat. Es ist nicht nur der Verlust eines Künstlers, sondern auch der Optimismus, das Talent und die Lebendigkeit eines Menschen voller positiver Energie. In den kommenden Tagen müssen wir verstehen, dass Austausch und Empathie dazu beitragen können, diejenigen, die Angelo Kelly am nächsten stehen, in dieser traurigen Zeit zu unterstützen. Seine Familie hat einen geliebten Menschen verloren und die gesamte Musikgemeinschaft teilt ihren Verlust. Angelo Kelly wird für immer in den Melodien leben, die er komponiert hat, und in den schönen Erinnerungen, die er geschaffen hat. Lassen Sie unsere Zuneigung Teil des großen Erbes sein, das er hinterlassen hat, und bewahren Sie unsere Seelen, indem Sie weiterhin unsere Liebe und Leidenschaft für die Musik empfangen und weitergeben. Wir sprechen Angelo Kelly, einem herausragenden Künstler und guten Freund,
unser Beileid und unsere Erinnerungen aus. Hoffentlich ruht er in Frieden und seine Musik wird in unseren Herzen weiterleben. Angesichts des unglaublichen Schmerzes, mit dem Fans und die Musikgemeinschaft konfrontiert sind, werfen wir einen Blick auf Angelo Kellys Reise und sehen die starke Vitalität, die er mit sich gebracht hat. Er ist nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Symbol für Glauben, Geduld und Liebe. Angelo hat nicht nur durch sein Talent, sondern auch durch seine Aufrichtigkeit und Hingabe in jeder Musikrichtung eine einzigartige Karriere aufgebaut. Angesichts eines schweren Unfalls kommen wir nicht umhin, uns an die fröhlichen Lieder und die positive Lebensphilosophie zu erinnern, die er oft mit dem Publikum teilte. Angelo schuf eine kraftvolle Quelle der Ermutigung für diejenigen, die in Not geraten, und jetzt, da wir mit seinem Verlust konfrontiert sind, wird seine Erinnerung an Optimismus und Vitalität wertvoller als je zuvor. Für diejenigen, die Angelo liebten, wird jedes seiner Lieder nun zu einer letzten Blume, die beste Art, sich an diesen herausragenden Künstler zu erinnern. Sie machen so Mengenklammern und dann bastle ich mir hier eine Menge aus drei Objekten, wohl unterschiedenen Objekten meines Denkens. So, 3, 5 und 7. Okay, und Sie werden gleich feststellen, ich habe nicht ohne Grund letzte Woche die Aussagenlogik vor der Mengenlehre gemacht, weil wir nämlich die Aussagen- und auch die Prädikatenlogik, weil wir beides jetzt brauchen. Man kann jetzt nämlich Aussagen basteln, wie beispielsweise 3 ist Element der Menge. Das ist eine Aussage. Die kann wahr oder falsch sein und die ist wahr. 3 ist Element der Menge. Ich kann auch Folgendes sagen, 8 Element M ist eine falsche Aussage und die kann ich wahr machen, indem ich sie negiere. Nicht 8 Element M. 8 ist nicht Element der Menge. Dafür gibt es auch eine Kurzschreibweise, die Sie vermutlich auch schon kennen. 8 ist nicht Element M. Die sind beide identisch oder äquivalent. Gut. Damit haben wir schon sozusagen das grundlegendste Handwerkzeug, was wir brauchen, um Mengen zu definieren. Hier Mengendefinition und wir können sagen, dass ein Element einer Menge ist oder nicht. Ein Objektelement einer Menge oder nicht. Jetzt haben wir hier endlich viele Elemente in dieser Menge. Eine Menge so zu definieren, ist ziemlich einfach. Man braucht einfach nur alle Elemente hinzuschreiben. Jetzt gibt es aber natürlich auch Mengen mit unendlich vielen Elementen, wie die natürlichen Zahlen, die Menge der natürlichen Zahlen. Oder unendliche Teilmengen dieser Menge, wie die Menge der geraden Zahlen oder so. Wie schreibt man jetzt das auf? Wie schreibe ich eine Menge auf mit unendlich vielen Elementen? Ich kann sie nicht alle hinschreiben. Ich bediene mich der Formelsprache oder der Prädikatenlogik, Aussagenlogik, je nachdem, um eine Menge mit unendlich vielen Elementen zu definieren. Mache ich mal ein Beispiel. Die Menge aller natürlichen Zahlen, die größer sind als 100. Also ich möchte die Menge haben mit 101, 102, 103, 104 und so weiter und so weiter. Wie schreibe ich mir das auf? So. Ich will alle natürlichen Zahlen